Herzlich willkommen hier bei Dr. Freud. Wir digitieren aber direkt zu Mega Dr. Freud und schauen dementsprechend passend thematisch den Mega-Reveal von der Xbox Game Showcase. Mega geil. 5 Trailer, mega. Ja. New Exclusive, Announcing, Xbox, Series X, alle Wörter sind drin. SEO-technisch läuft. Bushi-Bingo läuft, ja. Habt ihr auch, ich bin auch nachts eingeschlafen. Mega. Nach der Präsentation auch direkt eingeschlafen und hörte immer so im Kopf so World Premiere. Aber but before we go, one last thing. Nee, hier die größten, 5 größten Ankündigungen von der Xbox-Pressekonferenz von gestern. Unter anderem Weltpremieren und auch neue IPs dabei. Wir sind mal sehr gespannt. Und exclusive. Was exclusive. Und mega. Mega, ganz wichtig. Los geht's. Gespannt, was Xbox da so rausballert hier. Direkt mega. Ja. We have always known war. War never changes. Okay, Fantasy Setting? Kommt mir bisher noch nicht bekannt vor. Kann man vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen, wir sind alle noch jungfräulich. Wir haben diese Trailer. Ja. Wir sehen sie jetzt tatsächlich das erste Mal. It forged our empire. Okay, aber solche Pfeile, weit viel. Aber die vorne so eine Kugel dran haben. Die haben vorne so eine, wie so eine Feuerkugel, weißt du? Decimated our foes. Oh, Untote! Untote! Now our oaths are lost. Lol, was ein Pfeil. Oh. Was ein guter Reveal. Ja, aber ja, das ist das ein Reveal im Reveal. Ja. Das ist schon eine geile Idee, aber der Pfeil ist krass, ja. Den will ich haben. Das ist ein Leuchtepfeil. Ja. Kann er die Farbe ändern? 2000 RGB? Lumen. Aber schaut mal, das scheint eine Unterwelt zu sein. Vielleicht die Hauptstadt der Untoten? Vielleicht oder die ehemalige Stadt der Menschen. Du triffst ein so ein Skelett, das geht dann durch die Erde, zack, unten in das Fass rein, wo die Öl lagern, boom, alle Untoten sind tot. Spiel vorbei, ist ein 3-Sekunden-Game. Das wäre der Money-Shot. Die schnellste Platinum-Trophäe für die Xbox, wo es seit neuestem auch Trophäen gibt. Ja. Schade. Schade. Es ist ein Bonfire. And you must face the monsters. Aha. Oh. Okay. Wait, das kenne ich doch. Our sins have borne. Also sagt man nicht, aber dieses, wie hieß denn dieses Spiel? Dark Messiah of Might and Magic, war es das? Kennt ihr das noch? Das hatte doch genau das, Ego-Perspektive, Schwert, Magie mit der anderen Hand und so ein Kram. Das erinnert mich gerade voll daran. The Witcher, der hat doch ein Dreieck gemalt. Is an oath worth the weight of a crown? Guter Cliffhanger auf jeden Fall. Ja. Was heißt avowed? Also ich meine, vow ist ja ein Schwur. Beschworen. Wahrscheinlich eher angeschworen. Ich muss tatsächlich direkt mal sagen, holt mich total ab. Ein geiles Fantasy-Setting in einer neuen IP hätte ich tatsächlich richtig Bock drauf. Gab es jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in den letzten Jahren eigentlich immer nur noch Remakes waren und keine Game Studios sich mehr getraut haben, mal eine neue IP zu bringen und mal was Neues zu wagen. In dem Trailer hat man ja gesehen, du hattest so Skelettgegner, die ja meistens immer, weil sie so fragil sind, dafür dienen, dass du davon viel hast und die dich da durchhackenslayst. Aber obwohl ja die Burg anscheinend belagert wurde, hat man da jetzt nur 5 Gegner gesehen. Ist jetzt die Frage, ob man eher sich durch die Gegner durchschnetzelt oder ob es jetzt nicht unbedingt ein Dark Souls wird, aber halt ein Spiel wird, wo auch kleine Zwischengegner schon anspruchsvoller sind. Dadurch, dass es die Ego-Perspektive ist, gehe ich davon aus, dass es eher kein Dark Souls-mäßiges Spiel wird, sondern schon eher so ein bisschen actionlastiger, Shooter-mäßiger und da hast du dann eher Gegner. Aber im Fantasy-Setting schon lange nichts Gutes mehr gehabt, bin ich sehr gespannt drauf. Wir schauen mal, was es sonst noch so gab. Schöne Transition. Ja, natürlich, dass die Buchstaben rübergehen, finde ich total gut. Alright. Warte mal. State of Decay? Survival? Microsoft? Das kann eigentlich ein State of Decay sein, ja. Oder neues Left 4 Dead. Oh shit. Das ist ein komischer Zombie. Bruder! Was geht mit ihr? Moment, sie hat ihn angeschrien. Er ist weggegangen. Können wir? Oh, das war richtig unangenehm. Oh. Auch Gänsehaut, aber auf so eine unangenehme Art und Weise. Oh. Ist sie halb. Ist sie so wie.
Blade Mila, bloß mit Zombies? Mila Jovovich meinst du? Mila Jovovich. Also infiziert, aber nicht. Resident Evil, ja, so heißt. Infiziert, aber nicht geturnt quasi? Genau. Ich weiß nicht, ich oder glaube, ist es was ganz anderes? Schrei, aber ich glaube, es soll einfach zeigen, dass sie in einer Welt mit Monstern lebt und einfach ziemlich tougher, ja, Motherfucker ist. So. Also ich glaube, das ist so die, ja, Situation. Aber normalerweise, weil ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass das State of Decay ist. Ja? Wir werden aber sehen. Was, vielleicht ist das genau der Twist. Und da sind Zombies. Aber warum hatte der Wolf aber leuchtende Augen? Es war ein Wolf mit leuchtenden Augen, du weißt ja. Ja, ja, aber deswegen schreist du, also eigentlich bin ich davon, deswegen ist ja so, du schreist ja nicht, weil dann kommen die ja eigentlich. Nee, nee, aber das ist doch klassisches Tierweltding, oder? Der am lautesten schreit, ja, ist halt dominant. Ja, aber nicht in der Welt von Zombies. Genau, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das immer noch State of Decay ist. Du würdest eigentlich die Fresse halten in State of Decay, ja, und aber einen ganzen Solid Snake machen und da in einem Karton dich verstecken. Genau. Schau mal. Werwolf-Apokalypse wäre auch geil. Aber dann schreit sie lauter als der Werwolf. Das war schon ein ekliger Schrei. Der war schon. Gute Technik auch. Wir scheinen auf jeden Fall einen Survival-Aspekt zu haben, wenn ich mir das anschaue. Schade, ich dachte, das war eine Horde Vögel. Ist ja immer so. Ungeschriebenes Gesetz, nichts, was dir in einem Trailer gezeigt wird, hat keine Bedeutung. Also, ja, alles, was du siehst, hat eine Bedeutung. Blut zum Beispiel. Und wenn du hier Tracking und sowas, das wird einen Survival-Ansatz haben, auf jeden Fall. Es ist einfach der neue. Es ist einfach der neue Hunting Simulator. Das wäre so gut, Alter. Stell dir vor, die machen so einen Zombie-Twist. Du ziehst es so richtig auf, lol, und machst dann aber einfach nur. Wie hieß das? Doch, Hunting. Ja, Hunting Simulator irgendwie. Da gibt es ja 1000 verschiedene. Das wäre voll lustig. Wie geil das wäre. Die Idee ist super, Paul. Komm, lass uns ein Game. Wie cool sind eigentlich diese beiden kleinen, welligen Locken, die da so aus, ja, der Mütze, ja, rausgucken, ne? So eine Details sind immer sehr schön. Oh, lol, das ist smart. Das ist smart. Wisst ihr, was ich daran geil finde? Lol, warte, geh mal nochmal ein Stück, geh mal, ja. An diesem Bild geil finde, und das, daran merkst du wieder, da haben Leute einen Trailer gemacht, die halt ein bisschen was verstehen, mhm, von ihrem Handwerk. Wenn du in der Natur alleine unterwegs bist, was ist mit das Bedrohlichste, was dir begegnen kann? So für uns Menschen, der Wolf. Ja. So. Und wie erschaffst du wirklich das Gefühl von einer krassen Bedrohung? Du hast einfach, guck mal, wie bedrohlich, yeah, der Wolf auch guckt, das ist absichtlich so gemacht. Der Wolf soll bedrohlich wirken, aber er ist fucking tot und da ist irgendein Viech über ihm, was ihn noch wegfrisst. Ich würde ganz kurz Qui-Gon Jinn aus Episode 1 zitieren mit dem wunderbaren Satz, there's always a bigger fish. Ja, yeah, there's always a bigger fish. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Ich bin mal gespannt, was diesen Wolf frisst. Ein Elch. Was? Lol. Lol, Hirsch. Zombie-Rehe! Lord. Ich bin nicht bereit dafür. Ich bin definitiv nicht bereit für schreiende Elch-Zombies, ja. Alter, was ist denn los? Bruder. Bitte, oh, was? Ey, das hat Meme-Potenzial. Ja. Deine Mutter, wenn du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast. Bitte. Aber jetzt was? Es ist State of Decay. Alter Falter. Aber jetzt. Was zur Hölle? I don't like this. Vor allen Dingen, die sind viel zu schnell. Ja. Das ist ja krass. Und wenn. Warum frisst der einen Wolf? Weil die sich. Nee, weil er kann. Weil er fucking kann. Es. Ding. Also, du lagst am Anfang richtig, dann haben sie uns gebaitet und dann haben sie uns Big Surprise suplexed und dann waren wir alle tot. Ja, aber dann macht der Schrei auch wieder Sinn. Mit Tieren hast du ja dann wieder komplett recht in deiner Tierwelt, wenn da keine. Das hat Olli gesagt, Verzeihung. Ja. Wenn da nur Tiere sind, so, dann das Lauteste ist, so, ja, ist dann, ja, ja. Okay, ich aber mein, heißt das, dass die Zombies sind jetzt alle tot und jetzt ist. Ne, vielleicht gibt es jetzt einfach da, dazu oder, auch noch. Oder ist on top. Es gibt ja wahrscheinlich beides, ja. Ist Alter, mutiert. Krass. Wow, da habe ich Bock drauf. Also das sieht so cool aus. Boah, also ja, aber ich will auch nicht. So, Hirsch, okay, ja, ist der, aber der Wolf steht. Grade, oder? Nee, da hatte. Hatte der Endless? Ein bisschen Geweih zumindest, aber. Es war kein Dammwild, es war definitiv Rotwild, wenn du mich fragst. Es war eher Doomwild. Es war ja. Doomwild, Alter. Oder Damnwild. Damnwild. Nee, es war definitiv kein Dammwild. Erkennst du, die sehen ein bisschen anders aus und haben auch so gepunktet. Egal. Ja, ist jetzt kein Jagdkurs hier. Aber genau, worum es mir dabei ging, war halt, wenn es anfängt mit Vögeln. Das fände ich halt richtig anstrengend. Nee, ja, ich finde Sexszenen in Zombiespielen auch mal blöd. Das ist nicht gut, Paul. Das geht nicht. Komm, wir gucken mal ins nächste Spiel. Raben! Übergängig.
gefallen. Sehr schön gemacht. Fortune, oh. Fortune, smile and fade. I haven't seen you much of late. Okay, sorry, aber nach dem Zombie-Age wollen sie dich jetzt, glaube ich, erstmal wieder in eine gute Stimmung abholen, oder? Kann auch sein, dass das jetzt auch voll das dunkle Setting hat und sie tun nur so, als ob jetzt hier Happy Happy, ist ja keine Happy Happy Sunshine-Musik. Mal gucken. I need you now, cannot wait, but wanna look you. Mal kommen, Beyond Good and Evil 2. We were on our way to start a new life that summer. For our family, it was just a stopover. Desert Dream Hotel, ja, okay. Schade. Interactive Drama. Mine. It was the end of the road. On the ground, now! The sun went down on all of us. Das war doch Jens Herford. Geh noch zurück. Das war doch Jens Herford, tut mir leid. On the ground, now! Naja, fast. Ja. Okay. Ja, Jens, ich würde sagen, Jens Herford hat. Ja. Ich dachte zuerst. Sieht bisher sehr, sehr interessant aus, finde ich. Die Macher. Auch. Ich sehe hinten auch Slots. Ich bin schon drin. Paul ist so, alles klar. Und du siehst die Geisterhand im Hintergrund schon. Ja, es ist. Mal gucken, wie interaktiv das wird, aber. Mal gucken. Interessanter. The sun went down on all of us that day. Diese Ölgebilde. Der Jungs ist akkurat. Was ist Fate? Coincidence? No. It was a long forgotten secret, buried in the dark. Jens, oh Gott. Ist das der richtige? Den kennt man doch. All my life. Leute, tut mir leid, weißt du, was mir jetzt gerade, wo ich das gerade so gesehen habe, hier auch das Mädchen, das ist wie die Ladescreens in GTA. Ja, Tatsache, ja. Hat einfach jemand ein Spiel draus gemacht. Aber come on, es ist es doch 1:1. All my life, I've been scared of the shadows. Oh, okay. Time skip. But now, I'm finally ready to step into the light. Ist das I got your letters. Revenge Porn. As Dusk Falls. Also auch wieder eine neue IP von Microsoft an der Stelle. Revenge Porn? Wieso? Nicht Revenge Porn, Quatsch. Ich meine, klar. Revenge Spiel. Ja, ich meine, Porn im Sinne von, weil man befriedigt dadurch wird, dass jemand seine Rache bekommt. Genau. Aber das heißt, glaube ich, anders. Okay. Revenge Porn ist was anderes. Und strafrechtlich verfolgbar übrigens. Ja. Sieht sehr interessant aus. Ja. So ein bisschen Crime-interaktives. Sehr storylastiges Spiel, neue IP. Ich predikte jetzt Folgendes. Sie ist ja die Tochter von dem bärtigen Typ. Die verliert beide ihre Eltern in diesem Überfall von den Frat Boys und will sich dann natürlich rächen und findet jetzt diesen einen Frat Boy. Und der ist der Einzige, der halb unschuldig ist, weil er so gezwungen wurde mitzumachen. Also tut sie sich jetzt mit ihm zusammen und er hilft ihr, die anderen Frat Boys aufzuspüren. Und sie. Aber es waren noch nur zwei Frat Boys, oder? Es war ja einer, der Fahrer war und hinten waren noch mindestens zwei auf der Ladefläche. Ah. Und der hilft dir jetzt, weil er sein Gewissen auch wieder reinigen möchte. Das ist die Story von Ask Dusk. Nee, aber es waren, glaube ich, nur zwei Überfallleute und hinten auf der Ladefläche war ja der Vater mit seinem kleinen Sohn und wahrscheinlich wird er der Sohn sein. Achso, das könnte auch noch sein, ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie interaktiv die ganze Nummer wird, ja. Weil ich glaube, heute lockst du niemanden mehr mit einfach nur einer Erzählung aus hinterm Ofen vor, sondern ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen Richtung, nicht unbedingt Heavy Rain, aber so Richtung Detroit Become Human und so mit verschiedenen Entscheidungswegen vielleicht oder so. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Sie hat was von Briefen gesagt am Ende, sagen die Leute gerade. Es kann natürlich auch sein, dass er selber Gewissen, also ich denke immer noch, dass er einer von den Bösen vielleicht war, dass ich er irgendwie selber Gewissensbisse bekommt. Spannend. Also ich bin, ich freue mich drauf, hier auch erstes Gameplay zu sehen. Es kann wirklich alles sein. Auf jeden Fall noch eine neue IP. Microsoft haut richtig auf die Karte. Der Zungenbrecher. Ask Dusk Falls. Schauen wir mal. Das sind jetzt 3 von 5. 2 erwarten uns noch. Nice. Ist das noch das Rating gewesen, oder? Okay. Forza. Ist das Forza? Ja, muss doch. Welches Rennspiel sieht sonst so aus? Und hier kommen jetzt sogar einzelne Sandpartikel hoch. Frage an die Motorspezialisten und Rennenthusiasten von euch. Aber das waren elektrische Motoren beim Vorbeifahren, oder? Hört mal bitte nochmal hin. Ja, ich denke auch. Das sind elektrisch, oder? Oder Hybride, oder? Keine Ahnung, was das. Gut, das sieht mir. Wasserstoffbrennzeln.
Hogwarts, klingt ja schon so. Also es hat auf jeden Fall nicht den Wumms, den man erwarten würde bei einem Verbrennungsmotor. Hey, das sind, die Karren sehen auch so aus wie der Volkswagen IDR. Habt ihr den schon mal gesehen? Das ist ein rein elektrisches Auto, okay, was für Volkswagen, was schneller ist als alles, was bisher gebaut. Schaut euch das mal an. Absolut insane Maschine. Bricht alle Rekorde. Beschleunigung des Todes. Wirkt so ein bisschen so in die Richtung. Und keine Straßenzulassung. Nee, mit ziemlicher Sicherheit nicht, nee. Die Forza-Trailer sehen immer krass beeindruckend aus. Die werden halt jedes Mal noch eine Ecke realistischer, wo du denkst, hätte eigentlich letztes Mal schon gereicht. Aber stimmt, man kann noch mehr machen. Motorsport 25. Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich wirklich für die Rennsport-Enthusiasten hier. Es ist, glaube ich, einfach eine ihrer Marken überhaupt. Ja, klar, ich glaube, es davon gibt ja auch viele. Nee, aber ich glaube, dass jetzt diese vielleicht so eine Elektrofahrzeug-Leak hinzukommt oder so. Vielleicht ist das für Forza-Fans gerade die total krasse Ankündigung, die wir jetzt überhaupt nicht rein, weil keiner von uns so richtig in Forza drin ist. Aber ich würde es feiern tatsächlich. Also spannend. Von Forza war doch auch schon immer Simulation, oder? Oder war Forza? Ja, okay, ist schon eher Richtung Simulation. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon eher, ich hab's nie gespielt, Simulation, wenn ich ehrlich bin. Auch wobei man immer sagen muss, auch immer noch arcade-lastig genug, dass du es mit dem Controller spielen kannst. Ne? Okay. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal Forza, den letzten Trailer an. Ach, guck mal, Forza hat alles: Verbrenner und E-Motor. Ah, okay. Ich glaube, dann ist das wirklich so für alle Sachen, die es tatsächlich gibt. Bestimmt immer die Frage: Forza, Gran Turismo oder Project Cars? Ist alles so. Es verschwimmt zu einer suprarealistischen, hyperrealistischen Autorennen. Und ich sitze hier und sage Assetto Corsa. So, Freunde. Und jetzt ihr. Mario Kart 64. Nein, Assetto Corsa ist super. I don't even know what you're talking about. Ja, aber die Rennprofis wissen, was ich meine. Okay. Auf die Straße. Right. Letzter Trailer. Playground Games. Sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts. Auf jeden Fall habe ich dann noch dieses Schwert aus dem Stein gezogen und dann war ich auf einmal der König. Ich musste nur gerade lachen. Wir sind ja live, wie gesagt, einer schrieb gerade Ridge Racer. Ja, Ridge Racer ist super. Stories. Da stand Gesicht drauf auf dem Schwert. Wow. Legendary Heroes. Das muss Fable sein. Ja. Treacherous Villains. Aber Feen? Also ja, ich meine, Fable war halt immer so eine krasse Märchenwelt. Das könnte sein. Aber wo passt das rein in Fable? Einfach als Pocket-Tierchen, was dir hilft. Ach so. So eine Navi. Das wäre lustig. Ja, oder komplett neues Kingdom. Ja, das könnte sein, ne? Hier ist der König der Feen. LOL! Das war ja super! Kirk, kannst du das nochmal anspielen? Spiel dieselbe Szene nochmal. Es ist auch wahrscheinlich völlig irrelevant und die Fairies gibt's gar nicht. Auf dieser Dead-Blick. Ja, wie ihre Flügel auch noch gezittert haben. So, warte mal, hier, guck mal. Ja, geh mal bitte Frame für Frame durch, wenn sie erwischt. In dem Moment, wo sie getroffen wird. Oh, lol. Die Panik, ja, da siehst du es. Alter. Lol. Da siehst du, der Flügel zappelt jetzt noch einmal. Ja. Voll süß. Voll süß. Okay, aber das passt ja zu Fable. Fable war ja immer entscheidlich für gut oder böse, ne? Und ich finde jetzt hier gerade auch so super happy Feenwelt und so. Ja, und aber der Übergang jetzt von dieser winzig kleinen Welt, die sie gezeigt haben, jetzt auf ist das halt die Frage, ob es die winzig Märchen, kleine ne? Welt wirklich auch gibt, ob die spielrelevant ist oder ob das jetzt einfach nur ein cooler Opener war, um in so ein Fantasy-Setting, um da drin anzukommen und zu sagen, so hier, bam, hier ist übrigens Fable. Aber ist ja immer die Frage, ob es Fable ist. Ich habe gehört, dass ein Fable angekündigt wurde, deswegen gehe ich davon aus. Und es ist einfach wieder genau das, was man von Fable kennt. Eine absolute Märchenwelt, absolutes High-Fantasy-Ding. Du triffst deine eigenen Entscheidungen. Es ist alles mit ein bisschen Humor. Freue ich mich drauf. Aber es heißt nicht Fable 3. Was ist da los? Reboot vielleicht? Genauso wie Forza auch nur Forza hieß. Nee, Forza Motorsport. Ich weiß nicht, ob die anderen Teile auch. Das ist nicht auf Forza Motorsport, sondern Forza Motorsport 5. Das ist dieselbe Fehler nochmal!
Und das war der Mega-Reveal. Das war der Mega-Mix. Exclusive Games for Xbox Series X Trailer. Also das waren die fünf größten Neuankündigungen. Jedenfalls, wenn es nach Xbox waren, ja. Wenn's nach die Xbox für sie geht, wichtigsten. Ja, die neuen Exclusive Games für die Xbox Series X. War eine gute Mischung dabei. Ich meine, du hast natürlich, du holst die Hardcore-Sport-Fans, würde ich jetzt mal sagen, mit Forza ab, mit Fable, hast du einfach ein Franchise, was super wichtig ist. State of Decay 3, ein Titel, auf den man sich freut. Ein kleines, der sieht ein bisschen mehr nach Indie aus mit Dusk Falls. Und was war der erste? Schön, wir vergessen. Halo. Nein, wir hatten Halo erst gesehen. Avowed. Avowed, ja, stimmt. Auch nochmal eine neue IP. Also du hast zwei neue IPs. Eins davon wirkt ein bisschen größer als der andere, der Story Interactive-Titel. Dann hast du dein wichtiges Vorteil. Du hast mit Fable eine geile neue Release. Also finde ich, ist ein guter Mix. Hat das schöner Mix, ja. Es scheint, als wenn die Xbox Series X ein fantastisches Line-Up hat. Man hat ja zumindest auch schon vom Xbox Game Pass gehört, wenn der kommt, dass man auch echt für einen schmalen Taler alle Spiele mitbekommt. Ich bin sehr gespannt. Microsoft hat da einiges zu bieten. Ja. Wir schauen mal, was da noch kommt. Die Frage, wann? Ja. Ich hab Zeit, ich warte. Das meiste, was du gesehen hast, waren Render-Trailer. Du kannst davon ausgehen, dass es das noch wahrscheinlich ein bisschen dauern wird. Ich hoffe, außer Forza. Forza natürlich wieder in-Engine. Ich hoffe, State of Decay ist morgen da. Morgen! Weiß man nie. Freunde, vielleicht wenn euch das gefallen hat, ihr könnt gerne schauen. Wir haben außerdem ein React zu Halo gemacht. Nicht nur zum Gameplay, sondern auch zum Render-Trailer, der ebenfalls auf derselben Pressekonferenz gezeigt wurde. Außerdem haben wir ganz viele fantastische andere Videos auf unserem Kanal, wie unsere Nerd-Rankings zum Beispiel oder unsere neue Quiz-Show. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns live, zum Beispiel freitags ab 9:30 Uhr hier bei der Morning Show. Wir sehen uns. Macht's gut.